Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Commodore 64. Und wir spielen heute einen absoluten Film- oder Serienklassiker. Ja, Airwolf. Wer kennt es nicht? Eine tolle Serie aus den 80er, Anfang 90er Jahren. Ich habe sie erst in den 90ern gesehen, weil in der DDR hatten wir nicht immer Westfernsehen. Mal ZDF, mal ARD, aber das auch nur, wenn schönes Wetter war. Von daher habe ich es erst später gesehen, nach der Wende. Aber das war eines der ersten Mitspiele auf dem 67, die ich gehabt habe. Hat mir ein guter Freund, sage ich mal, ja, geschenkt, würde ich es mal ausdrücken, auf dem Schulhof. Ja, und worum geht es in dem Spiel? Wir fliegen natürlich diesen absolut grandiosen Helikopter und müssen, ja, Menschen retten. Ich bin bei diesem Spiel immer nicht weit gekommen, deswegen haben wir es, spiele ich es heute mal. Da geht das ja mit einem Trainer und wir sind unzerstörbar. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter. Aber es geht ja nicht darum, dass ich euch das Spiel mal zeigen kann. Und wir starten mal. Und da fliegen wir schon ab. Ja. Das Ganze spielt in so einer Höhle. Hier müssen wir auftanken immer und auf unsere. Und das Dumme ist, dass wenn wir den Hebel nicht, den Joystick nicht bewegen, dass der. Opa. Ah. Uah. Da seht ihr, das ist nicht einfach. Dann haben wir hier Mauern. Haust du ab? Das Ding. Na. Jetzt müssen wir. Haut da mal ab hier. Ah, Steuerung ist wirklich zum K. Aber jetzt, na. Leck mich da ja. Und hier müssen wir jetzt. Und das Dumme ist, wir können immer nur einen einzigen Passagier, also aufnehmen. Ja, mehr können wir nicht. Und den müssen wir dann zurückbringen. Ja, das ist doch. Da ist nichts. Also jetzt wäre ich ja schon längst hier praktisch tot. Ah, na, durch hier. Jetzt kommen wir hier und dann können wir hier landen. Wenn wir es schaffen. Und ich habe keine Ahnung. Weg hier, meine Fresse hier. Na, komm hier. Müssen wir wieder hoch. Hier. Auch nicht. Ach, da ist einer. Wie kommen wir denn zu dem? Hier oben. Ist er hier?
So, jetzt haben wir den, jetzt müssen wir den zurückbringen. Also wieder hierher. Ah! Haben wir den nur? Haben wir den rausgebracht? Ich habe keine Ahnung. Aha. Okay. Ach, kommt das wieder hier. Mensch! So, den ersten Hammer. Was? Das will ich auch nicht, warum man die nicht abschießen kann. Was da? Ah. Ah. Ja, ich bin damals, ich glaube, ich bin gar nicht bis hierher gekommen. Aber wie gesagt, trotzdem. War ein. War trotzdem ein. Also hat schon ein bisschen, hat schon Spaß gemacht. Hier haben wir wieder ein. Jetzt haben wir den wieder aufgenommen. Und wenn wir den jetzt wieder zurückbringen. Da war er. Okay. Jetzt. Das geht auf. Hoppala. Ah, muss ich den aber abschießen. Ja, er wohl fällt was aus, das kann ich euch sagen. Aber nur mit Unverwundbarkeit. Ja, das waren so die ersten Spiele, die ich gehabt habe. Auf meinem C64. Ich meine, das erste war damals das Spielepack, wo Danger Freak drin war. Aber hier, das ist doch meine Fresse. Vielleicht bin ich hier drauf wieder. Also hier kommen wir auch nicht lang. Hier auch nicht. Das ist mal. Kommen wir gar nicht mehr raus hier. Was ist das für eine Kacke? Wenn ich jetzt wüsste, wie ich hier rauskomme.
das jetzt für eine Scheiße? Ah, ich komme nicht mehr raus hier. Obwohl ich hier das kaputt geschossen habe. Leute, das tut mir leid. Das tut mir wirklich sehr leid. Wie komme ich denn hier raus, ey? Leck mich doch am Arsch. Reiß die Wand an. Ja. Kommst du raus hier? Jetzt, jetzt muss ich hier ballern, 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 ballern. Kommst du hier lang? Oh, brauchen wir hier schon mal? Ah. Da können wir nicht lang. Ja, Wolf eckt überall an, das ist. So ein robuster Hubschrauber. Was haben wir jetzt hier? Aha. Was denn los? Das ist Palapadu. Ey. Die Steuerung ist wirklich ein Kack vor dem Herrn. Erwolf, du bist die Lusche. Komm einfach nicht dahin. Fliegt mal hier weiter.
bei dir. Und ach, das ist dann okay. Ah! Aha. Und jetzt? Kommen wir jetzt irgendwo raus hier? Da. Ja, hier kommen wir nicht weiter. Vielleicht kommen wir jetzt halt anders. Ja. Was ist jetzt los? Jetzt ist, glaube ich. Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Och, das ist aber schade. Ja, Leute. Das nein. Das betrübt mich jetzt. Aber wie gesagt, ein bisschen was von dem Spiel habe ich euch gezeigt. Ein bisschen von der Welt. Es sieht alles relativ gleich aus. Ja, ist jetzt kein Meilenstein, ne, auf dem C64. Jetzt ist, wie gesagt, früher hatte ich musste ich immer so spielen ohne Trainer. Und ja, also wirklich weit bin ich nie gekommen. Aber es gehört zur Computerspielgeschichte dazu und deswegen haben wir es heute auch mal angespielt und vielleicht wollt ihr es selber mal ausprobieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt zumindest ein bisschen Spaß gehabt. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal und ja, schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder mal heißt, Let's Play Commodore 64. Macht's gut. Tschüss.